willkommen zu einem neuen Video. Heutiges Thema ist, Hilfe, ich nehme nicht ab, was soll ich tun? Denn gerade diesen Kalorienrechner, den ich erstellt habe, kriege ich extrem viele Nachrichten von Leuten, die sagen, der Kalorienrechner errechnet mir 3500 Kalorien oder sage ich mir 2500 Kalorien zum Diäten und ich esse die und ich nehme überhaupt nicht ab, sondern ich nehme sogar noch zu. Zum Beispiel solche Nachrichten kriege ich dann, habe ich jetzt 2-3 Stück gekriegt. Und dann schaue ich mir an, okay, vielleicht spinnt der Kalorienrechner, denn ich habe ja gesagt, bei übergewichtigen Frauen, sehr stark übergewichtigen Frauen, stimmt der Kalorienrechner nicht mehr. Ansonsten ist er aber relativ genau. Da habe ich mir die Werte angeschaut und gesehen, okay, nee, die Person wiegt XY Kilo und das kommt eigentlich ziemlich genau mit dem Kalorienverbrauch auch hin. Eigentlich kann das nicht sein, dass die Person, obwohl sie das Defizit von, das war glaube ich 800er Defizit, ist, trotzdem noch zunimmt. Das heißt ja, der Kalorienrechner hätte sich um 1500 Kalorien verschätzt. Oder 1300 Kalorien, wie auch immer. Und dazu kann ich halt Folgendes sagen. Wenn ihr denkt, dass, oder wenn du denkst, dass du nicht abnimmst, überprüf erstmal folgende Punkte. Erstens, vielleicht schätzt du deinen Verbrauch falsch ein. Auch wenn du meinen Kalorienrechner benutzt, schau wirklich, hast du wirklich einen aktiven Lebensstil? Passt die Beschreibung? Das heißt, arbeitest wirklich hart, bewegst du dich super viel und schau einfach mal zum Beispiel auf deine Schrittzähler ab, wenn du eine hast. Gehst du wirklich 15.000, 20.000 Schritte am Tag? Denn das wäre eher Richtung aktiver Lebensstil, so wenn du bei 20.000 Schritte liegst. Und überprüf das erstmal, ob dein Kalorienverbrauch, den du selber einschätzt, auch wirklich stimmt. Wenn du eine Fitbit, irgendeine Fitnessuhr benutzt, dann schau erstmal, hey, ist die Fitbit-Uhr am richtigen Handgelenk oder habe ich die überhaupt falsch oder habe ich die falsch eingestellt und sie stimmt gar nicht. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre, dass du deine Kalorien falsch trackst. Das heißt, du benutzt zum Beispiel gekochten Reis, du trackst gekochten Reis, obwohl du die Menge trocken abgewogen hast. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Trocken sind 100 Gramm Reis 360 Kalorien, 370 Kalorien und gekocht ist nur noch, sind 100 Gramm Reis nur noch 170 Kalorien zum Beispiel. Genauso ist es auch mit Hähnchen. Ob du das gekocht oder roh wiegst, ist halt auch ein Unterschied. Und das ist halt bei vielen Lebensmitteln so. Und da solltest du erstmal überprüfen, trackst du vielleicht falsch. Der dritte Punkt, ähnlich oder gehört ein bisschen zum zweiten Punkt, und zwar, du vergisst manche Mahlzeiten zu tracken. Das zähle ich auf, weil mir persönlich passiert das auch öfter, dass ich manchmal vergesse, in der Diät Mahlzeiten zu tracken. Und dann denke ich, fuck, ich habe ja die Mahlzeit auch gegessen. Habe ich gar nicht dran gedacht und habe ich jetzt auch gar nicht getrackt. Und das könnte natürlich auch, oder ist häufig der Fall, dass zum Beispiel, wenn dann ordentlich gescheatet wird am Wochenende, das gar nicht getrackt wird. Ist halt so, ja, wird so unter den Tisch gekehrt. Dabei sind das dann irgendwie einfach 2.000, 3.000 Kalorien, die dazukommen und die quasi das ganze Wochendefizit versauen. Und das ist dann halt schon der entscheidende Punkt und den sollte man dann nicht außer Acht lassen. Der vierte Punkt ist, du denkst, du verlierst kein Körperfett, weil du nicht abnimmst, aber du verlierst Körperfett, aber nimmst halt nicht ab. Denn sowas ist häufig. Vor allem, wenn man jetzt sich jeden Tag wiegt, macht man sich schon mal verrückt, wenn man dann einfach mal 5-6 Tage nicht abnimmt und man denkt dann schnell, okay, irgendwas mache ich falsch, ich bin nicht mehr im Defizit. Dabei ist das ganz normal, dass man solche Schwankungen hat. Also wenn ich in der Diät bin, dann verliere ich manchmal bis zu 7 Tage kaum Gewicht. Also das wird kein neues Rekordtief erreicht. Und dann auf einmal, bam, droppt das Gewicht einfach um ein Kilo oder ein halbes Kilo direkt. Und deswegen, wenn ihr in der Diät seid, dann wiegt euch, ihr könnt euch jeden Tag wiegen, aber macht euch nicht verrückt, sondern vergleicht einfach eine Woche mit der anderen Woche. Also errechnet den Durchschnitt der einen Woche, errechnet den Durchschnitt der nächsten Woche. Und wenn ihr dann merkt, so nach 10 Tagen verändert sich das Wochendurchschnittsgewicht überhaupt nicht, okay, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr vielleicht wirklich kein Körperfett mehr verliert und ihr wirklich, wenn ihr in einem sehr geringen Defizit seid oder gar nicht im Defizit seid. Und der letzte Punkt ist, der fünfte Punkt ist das jetzt, hat auch mit dem vierten Punkt zu tun, und zwar, du nimmst nicht ab, verlierst aber Fett und baust du gleich vielleicht sogar Muskeln auf. Das ist natürlich ein sehr unwahrscheinlicher Punkt, aber bei Anfängern könnte es der Fall sein, wenn ihr jetzt, sag ich mal, stark übergewichtig seid und noch gar keine Erfahrung mit Kraftsport habt und wirklich noch nie
Ja, das ist gar nicht notwendig, aber wenn ihr einfach gar keinen Kraftsport gemacht habt bisher und dann abnehmt und zugleich zum Krafttraining geht, zum Fitness geht, dann kann es natürlich sein, dass euer Muskelaufbau, der dann ziemlich schnell am Anfang ist, euren Fettabbau quasi ausgleicht und ihr dann mehr oder weniger anstatt vielleicht 4 Kilo abnehmt, zugleich 2 Kilo Muskeln aufbaut und dann verliert ihr nur 2 Kilo. Oder es ist sogar auf gleicher Höhe. Ihr verliert 2 Kilo Fett, baut sogar in der gleichen Zeit 2 Kilo Muskeln auf. Das ist anfangs möglich, aber dann halt relativ schnell nicht mehr. Also falls ihr fortgeschrittener seid, wird dieser Punkt auf jeden Fall nicht zutreffen. Und der letzte Punkt ist, und ich denke, da kategorisieren sich die Leute viel zu schnell rein, ist, dass es wirklich wegen einer Krankheit ist. Also häufig dann Schilddrüsenunterfunktion. Aber das ist sehr selten der Fall. Also Leute tun es sich oft zu einfach oder machen es sich oft zu einfach und sagen, ja, ich habe Probleme mit Schilddrüsen, deswegen kann ich nicht abnehmen. Punkt. Dann haben sie eine gute Ausrede, fühlen sich besser, aber häufig ist das nicht der Fall. Aber es kann natürlich der Fall sein. Deswegen, wenn ihr wirklich die Vermutung habt, ich kenne jetzt nicht die genauen Symptome von einer Schilddrüsenunterfunktion, vielleicht Haarausfall und so weiter. Ich weiß nicht, ob das bei einer Über- oder Unterfunktion jetzt ist, aber wenn ihr eine Schilddrüsenunterfunktion habt, dann habt ihr natürlich Probleme abzunehmen und dann solltet ihr zum Arzt gehen und schauen, dass ihr das behandelt. Ich weiß nicht, was man da bekommt, T4 oder ja, Thyroxin oder T3 und dann ja, lasst euch helfen, denn anders wird das halt echt schwer, damit abzunehmen. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen. Wenn euch meine Videos gefallen, dann gerne abonnieren. Irgendwo hier unten kann man oder hier an der Seite kann man abonnieren. Lasst mir auf jeden Fall Feedback da, denn ich möchte wirklich Videos machen, die euch interessieren und die euch helfen können. Und wenn ihr da bestimmte Themen habt, wo ihr meint, hey Jan, erklär das mal in einem Video, dann schreibt mir einfach, ich werde es mir aufschreiben. Also jede Nachricht, wo Videovorschläge kommen, schreibe ich mir auf. Kommt dann vielleicht ein bisschen später, vielleicht 2, 3 Wochen später das Video, aber es wird auf jeden Fall dann kommen. Und in Zukunft, das heißt, ab November werden sehr, sehr viele Videos hier auf YouTube kommen. Deswegen gerne abonnieren, würde ich mich drüber freuen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Video.